ihr wieder eingeschaltet habt. Heute backe ich Mini-Nusshörnchen gefüllt mit einer Aprikosenmarmelade. Und dafür habe ich an Zutaten 300 Gramm Mehl, 175 Gramm Frischkäse, 175 Gramm weiche Butter, ein Eigelb, 60 Gramm brauner Zucker, 60 Gramm weißer Zucker, 60 Gramm gemahlene Mandel, einen halben Teelöffel Zimt und Aprikosenmarmelade. Für den Teig gebe ich das Mehl, die weiche Butter, Eigelb und Frischkäse in meine Schüssel und werde es zu einem weichen, glatten Teig verarbeiten. Ich mache es mit der Küchenmaschine, ihr könnt es aber auch natürlich mit euren Händen machen. Den Teig knete ich einmal mit meiner Hand zu Ende und danach werde ich es in Frischhaltefolie wickeln und in den Kühlschrank stellen für mindestens 2 Stunden. Am besten wäre natürlich, wenn ihr es über Nacht in den Kühlschrank stellt. Mein Teig habe ich aus dem Kühlschrank rausgeholt. Es ist jetzt auch abends geworden. Besser wäre es natürlich, wenn ihr den Teig über Nacht im Kühlschrank lässt. Und ja, den Teig werde ich jetzt einmal noch mal mit meiner Hand kneten. Den Teig teile ich nun in 4 gleich große Stücke. Ich nehme jetzt hier so eine leere Schüssel und da gebe ich jetzt die gemahlenen Haselnüsse, braunen und weißen Zucker und Zimt rein und vermenge es miteinander. So. Dann nehme ich hier von der Nussmischung so 2 Esslöffel und gebe es auf meine Arbeitsfläche. Und dann nehme ich mir hier einen Teig und den werde ich nun kreisförmig ausrollen. Meine Kinder haben im Hintergrund sich zurzeit sehr lieb, wie ihr es auch hören könnt. Einigermaßen sollte es aussehen. Es sollte auf jeden Fall so einen Durchmesser von 26 cm ungefähr haben, könnte auch ein bisschen größer sein. Und den werde ich jetzt in 16 teilen. So, und danach rolle ich es einfach von außen nach innen. Wisst ihr, was ich jetzt gerade gemerkt habe? Ich habe vergessen, es mit Aprikosenmarmelade zu bestreichen. Das mache ich dann gleich beim zweiten Teig und werde es euch auch zeigen. Also so solltet ihr es einfach von außen nach innen ausrollen, sodass es so kleine Mini-Hörnchen entstehen. So ihr Lieben, meinen zweiten Teig habe ich jetzt auch ausgerollt und hier habe ich jetzt meine Aprikosenmarmelade und die werde ich jetzt einfach drauf streichen. Ich hatte jetzt leider nicht die pürierten gefunden im Supermarkt. Ich habe jetzt die mit etwas Stücken. Also wenn ihr eigentlich ja, pürierte findet, könnt ihr es natürlich nehmen. Wäre meiner Meinung nach besser. Aber ich könnte es jetzt eigentlich auch pürieren, aber wie gesagt, ich habe es ja auch total vergessen, dass ich es eigentlich mit Aprikosenmarmelade bestreichen wollte. Aber ist ja nicht schlimm. Musik
ihr Lieben, das erste Backblech gebe ich jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 15 Minuten. Ihr Lieben, das zweite Backblech habe ich jetzt auch aus dem Backofen rausgeholt und schaut mal, die sind richtig gut geworden. Ich nehme mal hier ein. Schaut mal, richtig süß. Das sind jetzt die ohne Aprikosenmarmelade und die sind jetzt mit. Und ich habe vorhin auch mit Aprikosenmarmelade probiert und die sind so lecker geworden. Wirklich. Und die sehen auch voll süß aus, finde ich. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu dem Rezept zu sagen. Probiert es bitte auf jeden Fall aus, ihr Lieben. Und vergesst mir nicht, eure Bilder zu schicken. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Musik